Aussprache spricht nunmehr der Kollege Martin Patzelt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche hier für Frau Timmermann-Fechter, die ist gerade gestern an ihrem Geburtstag doch relativ nachdrücklich, nachhaltig erkrankt und ich bin hier in die Bütt gesprungen, aber ich soll Sie grüßen und sie hätte sehr gerne auch zu diesem Thema hier gesprochen. Nun bin ich eingesprungen und das gibt mir die Gelegenheit, auch mal aus meiner Sicht ein paar Akzente zu setzen. Ich will also nicht hier Ihren Bericht übernehmen. Ich bin ja zumindest von meinem Lebensalter, zwar nicht Berichterstatter in dem Feld, aber von meinem Lebensalter doch ein bisschen auch in der Seniorenproblematik erfahren. Wir erleben in den Kommunen ja jetzt vermehrt, dass sich Seniorinnen und Senioren auf sogenannten Seniorenmessen darstellen. Sie präsentieren da ihre sportlichen Tätigkeiten. Sie präsentieren ihr Engagement in der Gesellschaft, ihre Freizeitgestaltung in Chören, in Seniorentheatern, in Bastelkreisen. Sie haben eigene Begegnungsstätten. Sie machen darauf aufmerksam, dass sie tatsächlich eine aktive Rolle in unserer Gesellschaft spielen wollen und tatsächlich auch spielen. Sie schreiben eigene Seniorenzeitungen, werden unterstützt von Wohlfahrtsverbänden, auch von den Kommunen. Und es ist die Frage der Wahrnehmung, wie wir als die Generation der Entscheider, da zähle ich mich dann wieder dazu, der Entscheider, die Senioren in ihrer Alterssituation und in ihren Potenzialen tatsächlich auch anerkennen und aufnehmen. Ich finde es hervorragend, dass wir diese Diskussion des Jugendberichtes und der Altenberichte zusammen durchführen. Und noch eins drauf ist, dass wir ihn zusammen mit dem Engagementbericht diskutieren. Diese drei Dinge gehören, wenn man eine gesunde Gesellschaft denkt, unausweichlich zusammen. Die Jungen und die Alten müssen fest zusammenhalten, war ein Hit aus meiner Kinderzeit und daran hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Es gilt eigentlich, Möglichkeiten zu finden in einer sich immer mehr diversifizierenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo die Kommunikationsstrukturen sich völlig verändert haben, wenn ich mal an Internet denke, und die Möglichkeit der älteren Generation damit zu kommunizieren. Wie schaffen wir es, dass die Jungen und die Alten in einer ausreichenden und produktiven Weise miteinander kommunizieren können? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nicht auf die Erfahrungen der Alten verzichten. Sie bringen etwas aus ihrer Lebensgeschichte mit, was die junge Generation nicht mehr haben kann. Wenn ich mal nur das Erlebnis von Armut, Not, Krieg, Aufbau bedenke. Erfahrungen, von denen wir öfter schon gemerkt haben, wenn junge Menschen sie nicht mehr haben, sind sie auch geneigt, die Welt, die Umwelt und die Zukunft aus ganz anderen Perspektiven zu bedenken und auch zu entscheiden. Die Frage der Kontinuität von historischer Erfahrung und die Frage der Innovation in der Zukunft kommen eigentlich nur durch einen gesunden Austausch zwischen den Generationen zustande. Unsere Aufgabe wäre es als Politiker, genau solche Strukturen, solche Möglichkeiten und die Bedingungen dafür auch zu bedenken und zu fördern. Wir machen vieles. Wir haben in der letzten Periode 130 Millionen Euro für soziale Stadt mehr ausgegeben zu den 700, die wir für sozialen Wohnungsbau schon geben. Wir haben die Projekte der Mehrgenerationenhäuser verstetigt, aus Modellprojekten wurden laufende Einrichtungen. Das alles, weil wir erkannt haben, wir brauchen auch Strukturen für den Austausch der Generationen und fürs Zusammenwirken. Aber wir dürfen nicht in die Gefahr laufen, dass wir die alten Menschen lediglich als die Objekte unserer guten Versorgung betrachten. Und wir wollen ihnen auch die Möglichkeit des Engagements geben. Ich schließe mich da Ihnen sehr an, Frau Reimann. Sie haben das auch sehr betont vorhin. Sondern wir müssen ihnen deutlich machen und nicht nur sagen, sondern auch durch Strukturen und durch Organisation unseres Zusammenlebens deutlich machen, dass wir sie brauchen, dass sie unverzichtbar sind. Dass wir dann auf entsprechend den Möglichkeiten, die ältere Menschen haben, sie sind an Orte gebunden, sie sind an bestimmte Kommunikationsformen gebunden, dass wir ihnen diese Möglichkeiten auch erleichtern, dass wir es schaffen, dass wir im Gespräch bleiben. Wir haben viele Leistungen von alten Menschen immer wieder auch öffentlich betont. Aber denken Sie mal nur daran, was gerade die Generation der Großeltern heute für den Zusammenhalt von Familien leistet. In Patchwork-Familien sind sie oft der Anker einer Familie, sind ein Garant, dass Kinder noch ein Stückchen Heimat erleben in einer sich ständig wandelnden Welt. Was Großeltern da an Zeit reinstecken, an Engagement, auch an Geld, wenn das alles wegfallen würde,
wäre mir bange um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und diese Leistung darf nicht nur individualisiert gesehen werden, sondern sie muss im Zusammenhang mit unserer gesamtgesellschaftlichen Situation und Entwicklung auch hervorgehoben werden. Die Frage ist auch, welche Möglichkeit geben wir nicht nur jungen Menschen an Entscheidungen in der Kommune, so hat der Bericht, der alten Bericht ja auch verwiesen, die Lebensorte der älteren Menschen sind vorwiegend in der Kommune, hier liegt eine große Verantwortung, aber wie geben wir ihnen die Möglichkeit der Beteiligung an Entscheidungen in den Kommunen? Bei einer wachsenden Abhängigkeit von Ort, Gelegenheit und Kommunikationsform. Darüber müssen wir auch nachdenken, das müssen wir fördern, das alles in unserem eigenen Interesse. Es ist ein gemeinsamer Weg, den wir gehen. Wir haben Erfahrungen von Medizinern, von Verhaltensforschern, dass gerade dann ein höheres Lebensalter, ein gutes und lebenswertes Lebensalter sein kann, wenn Menschen beteiligt werden, wenn sie sich in den Möglichkeiten, die sie selber haben, auch engagieren können. Da müssen wir unser Auge drauf legen. Wer rastet, der rostet. Das merke ich auch selber immer wieder, eine alte kollektive Erfahrung. Lassen Sie uns in der kommenden Legislaturperiode genau da weiterdenken, nicht immer nur konkrete Maßnahmen, sondern auch das Ganze zusammendenken. Zusammendenken und miteinander, mit Alten und Jungen zusammendenken, nicht nur von der politischen Bühne aus, wo wir von Maßnahme zu Maßnahme rutschen und denken, dann haben wir es geschafft. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich schließe damit die Aussprache. Interfraktion.